Das Tarsalgelenk. Wir suchen zuerst die Prozessus styloidei auf und finden dann hier das Tarsalgelenk distal der Prozessus styloidei. Wir prüfen das Gelenk in Beugung und Streckung und finden vor allem hier lateral und medial, kaudal und kranial des Gelenks Gelenkschwellungen. Das Gelenk selber ist relativ straff mit Seitenbändern geführt. Wir prüfen diese in Streckung, sollten kaum Beweglichkeit, respektive nur 5 bis 8 Grad vorhanden sein, und in Beugung, hier sollten etwas, kann etwas mehr Mobilität vorhanden sein, 8 bis 12 Grad.